Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3. Beim letzten Mal haben wir Philippa Eilhardt befreit, welche ja in ihrer Eulenform gefangen war und im Badehaus von Dijkstra an Dijkstra verkauft wurde und dementsprechend mehr oder minder im Badehaus gefangen war. Und ja, wir haben sie aus dem Badehaus gebracht. Und bevor wir uns jetzt aber weiter daran machen, Vorbereitungen für den Kampf gegen die wilde Jagd zu treffen, sind wir nochmal ins Lagerhaus, in welchem sich Roche, Thala und Dijkstra getroffen haben, denn ja, die drei wollten mit uns nochmal über ihr Attentat auf König Radovid reden. Und ja, wie es sich herausstellt, können sie, auch wenn sie es anders gesagt haben, ihr Attentat nicht ohne uns ausführen. Wir sollen ihnen helfen, König Radovid vom Schiff zu locken und ja, in eine einsame, auf eine Brücke zu locken, damit die ihn dann ordentlich erledigen können. Und ja, im Endeffekt war die Frage, ob wir da wirklich dabei sein wollen, denn einerseits gibt es einige Risiken bei diesem Plan, möchte man mal ganz klar sagen. Dieser Plan wurde relativ schnell, wie es klingt, entworfen, und weiterhin ist natürlich die Frage, ob wir uns den Titel des Königsmörders wieder aneignen wollen, nachdem wir ja eine ganze Reise damit verbracht haben, ihn wieder loszuwerden. Und dementsprechend musstet ihr entscheiden und ihr habt euch dafür entschieden, dass wir trotz all dieser Risiken dabei sind und helfen, Radovid zu töten. Ich bin dabei. Aber was dann? In der Stadt wird es einen Aufstand geben. Vielleicht sogar Panik. Wir brauchen einen Ort, an dem wir untertauchen können. Darüber habe ich schon nachgedacht. Erinnerst du dich an Madame Irinas Theater? Das steht leer. Niemand schaut da rein. Thala und ich warten dort auf euch. Ihr wartet auf uns? Euren Hals wollt ihr also nicht riskieren? Darum geht's nicht. Dijkstra und ich haben scheißverdammt viele Vorzüge. Aber wir taugen zu Kämpfern so viel wie zu Schönheitsköniginnen. Keine Sorge, Geralt. Meine Leute sind kampferprobt. Die machen das schon. Du musst ihnen nur den König bringen. Ich tue, was ich kann. Wo liegt sein Schiff denn gerade? Gerade um die Ecke im Hafen von Novigrad. Und um deinetwillen hoffe ich, dass er gute Laune hat, wenn du vorbeischaust. Oh, so, die Brücke so. Muss frei sein. Dafür sorgen meine Jungs schon. Die Wachen beim Tempel, was ist mit denen? Kommen die nicht angeschissen, wenn sie den Kampf sehen? Nicht, wenn man sie ordentlich bezahlt. Oh, guckt mal, wer da oben sitzt. Eine Eule mitten in der Stadt? Na, ich glaube ja wohl kaum. Das wird dann wahrscheinlich die Eule sein, welche wir auch schon öfter mal in Wergen damals gesehen haben. Philippa Eilhardt spioniert also hinterher. Interessant, interessant. Fragt sich ja, was sie hier genau möchte. Philippa? Was zur Hölle machst du hier? Geralt, frag nicht, wenn du die Antwort kennst. Das wirkt dämlich. Ich belausche euch natürlich. Mit großem Interesse. Und gewissem Erstaunen. Und was genau erstaunt dich? Deine Blauäugigkeit. Glaubst du wirklich, dass Radovid auf so einen plumpen Trick reinfällt? Nun, Radovid ist verrückt, er denkt nicht mehr rational. Das Problem ist ja gerade, dass das eben nicht stimmt. Ich meine, Radovid mag sehr extrem sein. Ich würde aber gar nicht mal sagen, dass er wirklich verrückt ist. Er ist ja ziemlich extrem geworden. Und das Schlimmste ist eben, dass er relativ clever ist und eben noch sehr wohl rational denkt. Sonst könnte er wohl kaum einen Krieg gegen Nilfgaard führen, mit seinem relativ kleinen Reich im Vergleich zu Nilfgaards. Und naja, deswegen würde ich eher sagen, vielleicht wird es schwierig, aber ich schaff das schon. Hoffentlich nimmst du die Konfrontation mit der wilden Jagd ernster, sofern du lang genug dazu lebst, versteht sich. Philippa, warum sagst du mir das? Machst du dir solche Sorgen um mich? Ach was, weil ich es für wichtig halte, dass Radovid stirbt. Meine Hilfe willst du nicht, aber ich werde tun, was ich kann, damit du es wenigstens nicht versaust. Hier, nimm dies. Ein Ring. In den Rubin ist ein redanischer Adler graviert. Er hat Wesimir gehört, Radovids Vater. Gib ihn Radovid, dann glaubt er vielleicht, dass du mich erwischt hast. Er könnte dir sogar vertrauen. Ah, König Wesimir, Radovids Vater, ja, das war ja der ehemalige König von Redanien und der wurde ja auch von Assassinen umgebracht. Und die Sache ist,
Ja, hinter diesen Assassinen steckte niemand anders als Philippa Eilhardt selbst. Sie wollte natürlich selbst an die Macht. Sie war damals, glaube ich, königliche Beraterin. Auf jeden Fall hat sie ja auch bei Dijkstra mitgearbeitet im redanischen Geheimdienst. Sie war also relativ schon stark in den redanischen Staat eingebunden. Und ja, wollte wahrscheinlich noch mehr Macht und hat deswegen Wisimir umbringen lassen, um dann, wie gesagt, Radovid selbst erziehen zu können und ihn wahrscheinlich, ja, zu ihrer Schachfigur zu machen, würde ich mal ganz ehrlich sagen. So hat sie sich das wahrscheinlich vorgestellt. Dass aus Radovid dann ein bisschen was anderes geworden ist, ist dann natürlich ein Problem, aber nicht nur für sie. Und das habe ich ja aber in der letzten Folge schon erzählt. Die Frage ist, wenn du mir jetzt diesen Ring gibst... Und wo ist der Haken? Es gibt keinen. Philippa, ich kenne dich zu gut. Du hast immer einen Plan und immer mindestens zwei Eisen im Feuer. Diesmal gebe ich mich mit einem zufrieden. Solange Radovids Kopf draufsteckt. Viel Glück, Geralt. Du wirst es brauchen. Na gut, dann geht's jetzt. Du hast nichts gehört, Freund Axi. Dass der hier so einfach daneben sitzt, ist natürlich ein bisschen ungünstig, ne? Na gut, was ich mich bloß frage, warum hat die Eule eigentlich Augen? Weil eigentlich hat Philippa Eilhardt ihre Augen ja in Lokmuin damals verloren. Sie wurden ihr ja rausgelöffelt vom... Ja, von einem Soldaten von Radovid, soweit ich mich erinnere. Oder war es Henker oder keine Ahnung, irgendein Soldat. Also Radovid hat es ja nicht selbst erledigt. Das wollte ich damit nur sagen. Und ich könnte vermuten, dass sie trotzdem Augen hat, weil es sich einfach nur um eine Verwandlung handelt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie... jetzt muss ich bloß gucken. Ich glaube, ich muss in die Richtung, ja. Es ist ja im Endeffekt nicht so, dass sie dadurch neue Augen bekäme und dadurch sehen kann. Ich glaube, die Augen von der Eule sind auch relativ starr gewesen. Das heißt, sie kann sie nicht bewegen und wahrscheinlich auch nicht dadurch sehen. Es ist einfach nur, weil es eben eine Verwandlung ist und das ja auch ein Part der Illusion ist, dass die Eule Augen hat. Eine Eule ohne Augen würde wahrscheinlich auch ziemlich komisch aussehen. Ich vermute mal, dass es einfach so ist. Die Eule hat zwar Augen, sie können da nicht von Philippa quasi genutzt werden, wenn wir das mal so sagen können. Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich die ganze Sache. Irgendwas stinkt hier. Na, ich weiß nicht. Ach, Mann. Sorry, ich laufe gerade gegen alle Wachen. Viel auffälliger kann man ja nicht sein. Wobei das auch wieder gut ist. Dann denken die Leute vielleicht, ich bin einfach nur betrunken. Na gut, dann auf zu Radovids Schiff. Hoffen wir mal, dass das alles gut geht. Wie gesagt, Radovid ist ja nicht dumm. Radovid ist nicht dumm und das ist eigentlich das größte Problem bei diesem Königsmord, wenn wir ganz ehrlich sind. Allerdings müssen wir sagen, ja, Foltest war auch nicht dumm und er wurde auch von Leto damals überrascht. Ja, also es gibt schon Möglichkeiten. Schauen wir mal. So, der ist also jetzt mit seinem Schiff von Ochsenfurt hier nach Novigrad gekommen. Hallo, Freunde. Hexer Geralt, was willst du? Aufs Schiff. Eine Audienz. Ich habe neue Informationen über Philippa Eilhardt. Ich muss deine Waffen behalten. Folge mir. Eure Majestät, der Hexer mit Neuigkeiten über Philippa Eilhardt. Hoffentlich hast du diesmal etwas Besseres dabei als magische Kristalle. Ich weiß, wo sie ist. Vielleicht. Oder du willst mich reinlegen, wie die anderen. Andere? Welche anderen? Weißt du, es geht das Gerücht, dass ich Informationen über Eilhardt mit Gold aufwiege. Da an Dummheit und Gier niemals Mangel herrscht, standen die Leute schon bald vor dem Schiff Schlange. Zuerst kam ein Jäger. Der brachte mir eine tote Eule ohne Augen. Dachte, dass ich ihm glaube und ihn mit Gold überschütte. Ich ließ ihn blenden und mit einem Stein am Hals über Bord werfen. Dann kam der Postmeister von Ochsenfurt. Der behauptete, einen Brief von ihr zu haben. Natürlich gefälscht. Dem ließ ich die Finger abschneiden. Er wird nie wieder schreiben. Ach, und seine Zunge. Die gesprochene Lüge ist nicht weniger verwerflich. Ich muss nicht erwähnen, dass sich der Rest der Schlange rasch auflöste. Da kann ich ja nur froh sein, dass ich den Ring dabei hab, aber nun gut. Ich bin Fachmann und habe einen Ruf zu verlieren. Ich müsste dumm sein, mit leeren Händen herzukommen.
Der Ring meines Vaters. Damit hat Philippa ihre Dekrete signiert, um sie als Wort des Königs auszugeben. Wo ist sie? Vor eurer Nase, Herr. In Novigrad, in einem Haus auf der Brücke zur Tempelinsel. Warum hast du sie nicht hergebracht? Dazu müsste ich sie einfangen. Ich habe sie nur aufgespürt und zum Beweis den Ring gestohlen. Hast du Angst vor ihr? Nein. Ihr wollt sie selbst umbringen. Eigenhändig. Das weiß ich. Du kommst mit mir. Ruprecht, hol die Männer. Wie viele, Herr? Alle. Nun, wo ist sie? Wo ist Philippa? Wie ich sagte, im Haus auf der Brücke, näher am anderen Ende. Sperrt dieses Ende ab. Wir brauchen keine Gäste, keine unschuldigen Passanten und keine Zeugen. Damian, Joke, Egbert, Fred, Kaspar, ihr bleibt hier und sichert das Ende. Und tötet den Hexer. Bitte was? Ach, ganz ehrlich, also damit hätte ich ja nun wirklich nicht gerechnet. So belohnt ihr die, die euch dienen? So bestrafe ich die, die mich verärgern. Du weißt zu viel. Du stehst mir zu oft im Weg. Und deine Arroganz ist widerlich. Ich habe Leute wegen weniger getötet. Mir nach! Irgendwelche letzten Worte? Ah, Scheiße! Befreit den Hexer, dann zu Radovid. Na gut, jetzt kommt's also zum Kampf. Was für ein Wichser dieser Radovid, wenn ich daran zurückdenke, dass wir ihn ja mehr oder minder auch zu diesem König gemacht haben, ey. Damals in Vysima, falls ihr euch erinnert. Da haben wir ihn mit Ada auch zusammengebracht. Und all das. So, ich habe leider nicht mein Wolfsschwert, aber das hier wird auch gehen. So, ein bisschen die Leute hier erledigen. Sehr schön. Aber die blauen Streifen, oder gut, sind ja nicht die blauen Streifen, sind einfach nur Roches Männer, die machen ordentlich mit. Alles klar? Mhm. Danke für eure Hilfe. Der Plan ist im Eimer. Was soll's? Wir improvisieren. Komm mit, Geralt. Wir müssen Radovid erwischen, bevor Verstärkung eintrifft. Alles klar. So, jetzt auch wieder mit meinem ordentlichen Schwert. Jetzt geht's ab, Alter. Hier liegen eine ganze Menge Fässer in der Gegend. Da muss ich aufpassen. Okay, vielleicht sollte ich einfach mal weiter. Da ist Wes. Vielleicht erstmal Wes helfen. Na, ganz ruhig, Freundchen. Ui, das sind zwei. So, schnell den hier erledigen. Und dann dich da vorne. Immer schön bei Roche bleiben. Wir wollen uns ja eigentlich möglichst um Radovid kümmern. Und hier nicht mit den ganzen Soldaten kämpfen. Oh, da sind auch Hexenjäger natürlich. Ein bisschen durchkämpfen müssen wir uns ja aber leider. Komm schon, stirb. Danke. Und der Nächste. Der Nächste, der dran glauben will. Zack. So kommen wir schnell durch. Sehr schön. Du willst eine Armbrust benutzen? Ich glaube ja nicht, Freundchen. Jetzt kommt er. Ja, aber ihr habt doch alle keine Chance hier, Freunde. Und tschüss. Sehr schön. Ach, du Kacke. Schildformation. Das wird gefährlicher. Oder auch nicht. So, da hinten sind auch Bogenschützen, also Armbrustschützen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Erstmal die hier erledigen. Obwohl, vielleicht auch eher die Armbrustschützen. Ich weiß nicht. Ich versuche mich mal ein bisschen vorzuschlagen. Vielleicht mal Art. Und ein bisschen hier durchhauen. Ich muss diese Schildtypen erledigen. Die gehen mir ziemlich auf den Sack hier. Mist. Okay, warte mal. Axi. Den Hexenjäger-Offizier. Einen erledigt wieder hier. So, dann wäre der Offizier gleich Geschichte. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Das war nicht so gut. Wartet mal kurz, Freunde. Hier, haut mal hier drauf, bitte. Danke, sehr schön. Und dann können wir jetzt wieder zum Axi übergehen. Ach, zwei Schildträger noch. Was willst du denn hier? Du hast eine Armbrust, Freundchen. So, sehr schön. Jetzt haben wir sie gleich alle. Und Radovid ist auch nicht mehr weit.
Okay, da vorne ist noch ein Offizier und ein Armbrustschütze. Und da hinten ist auch Radovid. So, ich nehme den Armbrustschützen, du den Offizier, Rosch. Sehr schön. Und dann war es das jetzt auch gleich mit dem Offizier. Er ist ein bisschen besser hier mit seinem komischen Hammer. Aber gut, der hat ja jetzt auch keine Chance gegen uns alle hier. Gegen uns drei. Zack. So, Radovid. Du hättest nur bitten müssen. Na, jetzt sind wir endlich. Und das kam von Herzen. Vergebt mir. Ich konnte mir dieses Vergnügen nicht versagen. Wie hat sie... Woher? Warum? Verfickt wie... Sie hat uns belauscht. Beim Lagerhaus. Was? Und das fandest du nicht erwähnenswert? Leute, besprechen wir das später. Radovid ist tot. Durch wessen Hand, das spielt keine Rolle. Die Mission ist erfüllt. Und jetzt verschwinden wir von hier. Gleich wird sie von Redania nur so wimmeln. Dann los. Und? Habt ihr es geschafft? Ja, wobei nicht alles nach Plan gelaufen ist. Später mehr dazu. Jetzt erstmal ein starkes Getränk und einen Trinkspruch. Auf den Norden! Auf Temerien! Auf Temerien! Auf Temerien, verdammt! Ich würde ja theoretisch mit anstoßen, aber... Ich sag mal so, Temerien ist immer noch von Nilfgaard eingenommen, ne? Ist das nicht voreilig? Radovid ist tot, aber bis zu einem freien Temerien ist es noch weit. Der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Du irrst dich. Morgen Mittag unterzeichnet der Kommandant der zentralen Heeresgruppe in Emhirs Namen einen Waffenstillstand, dessen Wortlaut mit Dijkstra abgestimmt ist. Das heißt also in Velen, als die Trolle dich geschnappt haben. Ja, da kam ich von den letzten Verhandlungsrunden zurück. Emhyr behält Edirn und Lyrien, aber gegen Radovids Kopf und das Ende der Partisanenaktion zieht er sich aus Temerien zurück. Welches ein Vasallenstaat des Imperiums wird. Mit autonomer Regierung, mit eigenen Gerichten und Verwaltungsstrukturen, mit eigener Armee. Die Silberlilien werden unter den Strahlen der großen Sonne erblühen. Würde ich sagen, wenn ich Poet wäre. Aber ich bin keiner und sage nur, dass das unsere einzige beschissene Chance war. Na, wenn du meinst, okay, also im Endeffekt ein freies Temerien dafür, dass Emhyr nicht mehr kämpfen muss. Klingt gut, die Frage ist, ob sich Emhyr, naja gut, ich denke mal schon, dass Emhyr da mitgehen wird. Es gibt ja einige von diesen Staaten, die im Kaiserreich Nilfgaard sind, aber ihre eigene Regierung haben, wie zum Beispiel Toussaint. Und wenn er das jetzt auch mit Temerien macht, ist es ihm wahrscheinlich auch egal. Er will ja einfach bloß den gesamten Norden quasi ein und quasi seine eigene, ja, dass alles zu seinem Reiche mehr oder minder gehört, dass da alles auch so ein bisschen unter seinem Gesetz da läuft. Denn auch wenn das wahrscheinlich ein eigenes Reich mit eigenen Gerichten wird, so werden die Gerichte natürlich trotz alledem nach nilfgaardischen Gesetzen handeln müssen, ne? Ja, jetzt ist nur die Frage, gibt's da noch mehr zu wissen? Ihr habt mir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Da hast du recht. Wir wissen ja, dass du Politik nicht leiden kannst. Darum haben wir eher die Zauberer und so betont. Wär's abgetan, so wie's getan. Wär's gut, es wär schnell getan. Dass mit dem Stoß einmal für immer alles sich abgeschlossen hätte. Wie bitte? Vakmed, erster Akt, siebente Szene. Das wollte ich schon immer spielen.
Ich hab's bisher nur zum Hellebardenträger gebracht. Geralt, vergiss, was Thala gesagt hat. Es gibt keinen Waffenstillstand mit Nilfgaard. Redanien wird den Kampf unter meiner erlauchten Herrschaft fortsetzen, bis zum Sieg. Und dann wird es den Norden vereinigen. Temerien eingeschlossen. Was? Wie? Das ist gegen die verdammte Absprache. Stimmt. Wir hatten auf der fragwürdigen Souveränität eines der Königreiche bestanden. Und dazu haben wir M hier praktisch alle anderen Königreiche ausgeliefert. Keine weise Wahl. Also wird nichts daraus. Du verlogener Hund! Das lasse ich nicht zu! Du, Roche, solltest der Erste sein, der begreift, dass ich keine Wahl hatte. Warum zum Teufel sollte ich das? Weil auch du ein Patriot bist. Geralt, das hier betrifft dich nicht. Du kannst gehen. Alles Gute auf deinen Wegen und so weiter. Nun gut, sollen wir bleiben und Roche helfen oder gehen, wie Dijkstra sagt? Eure Entscheidung in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.